Schraubenzieher, Kleidungsfetzen. Oh, da hinten ist noch was. Geld. Juhu, beklauen wir die Eltern. Die Kacke, die gepinkelt hat. Ein 2H-Bleistift und ein zerknülltes Papier. Kann ich jetzt noch aufs Klo? Ich meine, ich hab ja jetzt, ne, und so, ihr wisst. Ach, das geht noch. Das geht noch, aber ich schaff's wieder nicht. Nein! Ich will's doch nur einmal schaffen. Ja, ich hab's geschafft. Schatzbox? Klumpenscheiße. Naja, nehmen wir mal mit, für alle Fälle. Und wir gehen mal nach unten. Wie sieht's unten aus? Ist keiner da? Mom? Dad? Jemand zu Hause? Mal in der Küche gucken. Es hört sich alles so friedlich an. Ah, die sind auch friedlich hier. Good morning. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Ha ha ha, Arschloch. Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Ach so, ist natürlich ganz toll, die Mama auf Facebook zu haben. Kann man jedem empfehlen. Jetzt gehen wir erstmal nach draußen. Wow! Oh my god! They came out of nowhere. There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the Drow Elves once and for all! Cheaters. Okay. Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber... Hi, Kenny. Aber... Rekrutiere, du hast einen neuen Freund. Rekrutiere die Goth-Kids. Ach, erstmal Inventar und dann... Oh, hier. Verbrauchsgüter nehme ich mal. Mana-Trank. Oh, der hat schon in sich. Der hat's schon in sich. Ich wollte jetzt erstmal gucken bei den Quests, und zwar Schweinebärmann. Unter, ah, da können wir jetzt in die Kanalisation. Dann fahren wir hier mal hin. Voll, Timmy. Timmy! Okay, Timmy! Auf welcher Seite waren das? Ach, hier. Dann müssen wir mal hier runter. Und hier ist nämlich so eine Arschsonde. Die könnten wir jetzt benutzen, ne? Oh. Ach, wir sind beide da drin. Cool. Valkyrie, Level 8. Ach, die Ratte macht uns gar nichts. Hatte schon Angst. Bier, Bier, Bier. Im ganzen Spiel sind 30 Chim-Pokémon versteckt. Wir machen erstmal die Kanalisation unsicher. Und da oben sehe ich schon was glänzen und hier sehe ich... Ach, cool. Dann brauche ich aber zum Schießen. Oh. Ich nehme an, dass das aufhört, ne? Ja. Wow. Was ich jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Gegenstand. Nein, eine Ratte!
Ich habe gerade gelesen, Defibrillator und so. Hat die Ratte uns gerade... sind die Ratten dabei, uns zu rapen? So, du brennst. Kenny. Du hast doch auch... Was ist denn das hier? Einhornansturm. Drücke die angezeigten Tasten. Und damit machen wir die beiden hier weg. Oh. Yeah. Ich hab doch dreimal gedrückt. Was soll das? Die Aliensonde. Damit gebe ich dir hart. That was amazing, Kenny. Was können wir hier jetzt machen? Ach, die Ratte looten. Wir haben den Defibrillator oder was das ist hier angegleist, angeschraubt. Hier ist doch noch eine große Wildjagd mit Chimbo im Gang, oder nicht? Ach was. Wohnt da nicht Mr. Hanky? Komm, wir sagen Mr. Hanky, hallo. Ja, Mr. Hanky! Haha! Howdy ho, Freunde! Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No! They were being watched by the babysitter! The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her! Don't you fucking... Ja, der Mr. Hanky, ich feier den. Und das war wie in der einen Folge einfach so perfekt. Ich hab dich zuerst erwischt. Oh, das sind zwei große Ratten. Dann zünde ich mal die eine davon an. Und dann benutzen wir nochmal Kennys Einhorntechnik. Die war nämlich echt nice. Hat mir echt gefallen. Okay, was muss ich drücken? A. A. Und A. Yeah! Zwei Stück sind weg. Ih, die Ratte hat mich gebumst. Okay, jetzt werde ich mir diese Ratte holen. Das war's. Und du brenn. Okay. Ach, ich kann sogar noch einen Kuss geben. Nein, ich war zu früh. Tripper. Die holen sich immer Krankheiten, kann das sein? Hier können wir hoch. Over here, mister. Please get me down. I'm cold.
Wie hole ich denn die da runter jetzt? Na nü. Ach. Geht das vielleicht, wenn ich... Nee, das geht nicht. Wir müssen die hier irgendwie runterkriegen. Das ist ein Kind von Mr. Hanky. Au. Hat sich gelohnt. Ah, wir können hier hinten lang. Ach, okay, okay. Klumpenscheiße. Okay. Da war doch noch was zum A. Ach so, ich habe was drin vergessen. Okay. Beziehungsweise etwas, das nicht mehr ins Inventar passt. Oh! 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 Halt, halt, halt. Mach langsam. Mach langsam. Der ist gar nicht angewidert. Naja, jetzt hole ich ihn mir. Was ist los mit dir? Du Obdach... Oh, das sind zwei. Und noch Ratten, oder wie? Wie viel Leben haben die? Was? Das zieht ihm gar nichts an. 86 Rüstung! Fähigkeiten. Einhornansturm. Ich feiere die Attacke. Ach, jetzt habe ich es verpasst. Die Ratte ist so klein. Was? Was? Wie oft kann der zutreten? Was denn bei dem nicht mehr richtig in der Birne? Okay. Fähigkeiten. Up, huh? 303 abgezogen. Kenny ist dran. Oh, ich habe glaube ich gekotzt. Fähigkeiten. Ein Kuss. Die tollwütige Ratte. Krätze. Die Ratte ist angewidert. Das war's. Oha, wie viel Schaden diese Penner machen. Das ist doch richtig krass. Aber das war ein Obdachlosencamp. Die sind umgesiedelt worden jetzt. Nice. Okay. Hier geht's auch weiter nach hinten. Ach du Scheiße. Gehen wir mal. What I do? Hey. That's not nice. How? Die müssten ja jetzt theoretisch beide betäubt. Ach komm. Ach komm. Brenn. Kenny, ich brauch noch einmal deine Einhornpower. Geschafft. Einer ist weg. Der andere schwer verletzt. Aufgetankt. Angriff erhöht. Der Mongolenbogen ergibt dir den Rest. Nein! Fähigkeiten. Kuss. Epischer Kuss. Tripper. Ach, wie oft darfen die? Was soll denn das?
Der Obdachlose ist besiegt. Es ist nur noch die Ratte, unser Feind. Oh, ich war viel zu früh. Warum versuchen die Ratten eigentlich immer uns zu vergewaltigen? Das war's. Boah, die... Die werden immer schwerer. Ach was. Mr. Henkes Kinder sind unsere Freunde. Ich hab doch eben was bekommen. Zerbrochene Flasche Level 6. Was? Erstmal hier. Oh, ablegen natürlich. Und dann gehe ich aufs Inventar und werde mal die zerbrochene Flasche Level 6 einpacken mit... Fügt bei Widerlichkeitsschaden hinzu, bei perfekten Angriffen 10%, 15% Schaden, natürlich. Dann haben wir jetzt die zerbrochene Flasche für den Level 6 Krieger, okay. Aber der Mongolenbogen, der hat jetzt... Ach so. Hier muss ich das reinmachen, genau. So, bei uns läuft. Yeah, wir sind eigentlich richtig gut ausgestattet momentan. Da ist noch ein Rucksack, Wiederbelebungstrank und ein rostiges Rohr. Also hier unten können wir nicht mehr machen, aber wir haben einen befreit schon mal. Es fehlen aber noch welche. Dann gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ach, immer noch Kanalisation. Geld. Objekt Schwanzkäse. Oh. Was? Die Penismaus. Dann benutzen wir erstmal die zerbrochene Flasche. Oha. Aber sie ist immun gegen angewidert. Gegen angewidert. Dann benutzen wir den königlichen Kuss. Aber sie ist immun. Ach, Null hat das abgezogen. Ah, die Ratte hat Herpes. Ah, es hat doch was abgezogen. Dann gehen wir mal mit der Aliensonde her. In Angriffsbereitschaft. Und Kenny, du benutzt deine Ratten. Mal sehen, ob das was nützt. Ich muss schütteln. Du hast es geschafft. Das war's. Die Penismaus wurde besiegt. Und damit haben wir eine weitere Quest abgeschlossen. Geld und Fellbüschel. Naja, das große Los haben wir jetzt nicht mit ihr gezogen, aber... Okay. Dann geht's wieder nach unten. Ja, wir sind richtig gut in dem Spiel. Es geht eigentlich ganz schnell voran, finde ich. Bis auf, dass ich mich jetzt hier verlaufen habe. Genau. So. Hier haben wir schon reingeguckt. Geh jetzt hier noch irgendwo lang. Ach, cool. Dann gehen wir mal hier runter. Yeah! Warum musste ich jetzt runtergehen? Warum? 35 Freunde Vorteil. Vorteile! Oh, die letzte Reihe ist frei. Kraftarsch. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar MP aufgefüllt. Okay. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff, dann TP, starte Gegenangriff mit deinem Arsch, erfordert Mana, aber bewirkt mehr Schaden als ein Gegenangriff mit Waffen.
Kriegsfurz. Deine magischen Angriffe mit Nah- oder Distanzwaffen bewirken zusätzlichen Schaden. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Perfektioniere die Kunst des Verhöhnens. Naja. Ach, Scharfschütze, das ist natürlich bei uns vorteilhaft. Wir müssen wieder nach oben. Jetzt ist hier offen und hier ist auch noch eine Leiter. Ach so, mit der sind wir hochgekommen. Na nü. Geht's hier noch weiter nach rechts? Ih, was war denn das? Scheiße auf den Zerklumpter, da. Naja. Ach, jetzt bin ich wieder die falsche Leiter. Oh, komm schon. Die falsche Leiter bin ich gegangen. Wir müssen nach unten. Das ist richtig das Labyrinth hier, wenn ich ehrlich bin. Haha, Kenny, ich bin ohne dich. Hier wohnt Mr. Henke. Von hier sind wir gekommen. Hier müssten wir doch noch hinkommen, aber wie? Das Rad hier hat wahrscheinlich nicht so viel genützt, ne? Mr. Henke, ich hab dich gehört, hast du gerufen. Du stellst diese Vase ab. Stell diese Vase ab. Nicht du, sondern stell. Aber wie kommen wir auf die andere Seite? Ha. Erstmal gehen wir mal hier hoch und gucken dann, wie es weitergeht. Wow. Ladebildschirm. Ja, aber hier ging's doch nicht mehr weiter. Gibt's vielleicht noch eine andere Kanalisationslücke, in die wir reinkommen? Oh, entschuldige, Kenny. Verzeihung. Holde Maid. Ich war früher sad, aber ich fand Jesus at the church. Wir könnten ja... Ah, ich war richtig. Wir könnten ja mal gucken. Rekrutiere die Schweinebärmann. Kehre zu El Gore zurück. Das Obdachlosenproblem haben wir so gut wie fertig. Und bei Chimbo fehlt uns noch ein oder zwei Gegner. Der Time Express. Und hier fehlt uns noch ein Kind. Und bei den letzten fehlen uns noch zwei Kindern. Also von Mr. Henke fehlt eins. Und von den Kindergartenkindern fehlen ein paar. Wo muss ich hin? Zu El Gore. Wie komme ich am schnellsten zu El Gore hier? Festhol Timmy! Ich feiere Timmy. Timmy! Ach, hier sind überall diese Alien-Dinger. Ach, und da sind wieder... Da sind wieder diese gottverdammten... Ich hab doch... Mann! Der darf nicht, der war betäubt. Gut. Fähigkeiten. Meucheln.